So Leute, es geht natürlich wieder weiter mit Zelda Triforce Heroes und ich bin deswegen wieder mal in das Bombengewand geschlüpft, weil es nämlich im nächsten Level, den ich jetzt machen werde, Bomben als Items gibt und da habe ich mir gedacht, hey, Superbomben sind einfach so viel besser als normale Bomben, auf geht's! Und zwar haben wir jetzt hier ein neues Gebiet zuletzt freigeschaltet, die Festung und der zweite Level ist das Sprengstofflager und da will ich unbedingt den Königsring haben. Weil ich besitze bereits Hartflaum und auch einen Silberfaden. Und mit dem Königsring kann ich mir ein Rittergewand schneidern lassen. Und da wird dann mein Schwert stärker. Ihr seht, es gibt einmal Bomben und zweimal den Windkrug. Na dann, auf ins Sprengstofflager. Hört sich gefährlich an, ist es auch. Aber pfeift drauf, wir sind echte Helden. Los geht's. So, da wären wir und schon habe ich die Bomben. Und einen Windkrug. Und noch einen Windkrug. Und da hinten ist das Ziel. Okay, gut, dann ist es relativ einfach. Muss ich einfach alle rüberpusten. Und die anderen zwei steigen dann halt auf die Schalter. So, schwupps. Moment, so, schön positionieren und schwupps, Trottel, Mann, du sollst doch da rüber, du Idiot. War ich wieder der Abstand zu kurz. Nein, so, und jawohl, na geht doch. Aha, so. Da würde ich sagen, einfach mal pusten. Voll das Fenster gesprengt und weil es so schön war, gleich noch einmal. Ich glaube, so weit kann ich den nämlich nicht werfen. Es kommt halt beim Rüberpusten leider echt immer darauf an, wie nahe der jeweilige Link an der Kante steht. Dann ist es besser, den positioniert man selber so und jetzt zu pusten. Das war nicht so cool. Ja, das war scheiße, war das. Ach, egal, man kann sie auch so irgendwie holen. Ist jetzt auch egal. So, also Geld habe ich auf jeden Fall schon mehr als genug für dieses Kostüm, was ich da will. Das kostet nämlich 1000 Rubine, ich habe schon über 2000, also das kann ich mir dann auf jeden Fall leisten. Aber mir fehlt dann, wie gesagt, immer noch der Königsring. Und ich glaube, jetzt muss ich aber Folgendes machen. Ich muss selber eine Bombe werfen. Also, warte mal, du gehst mal hier zur Seite. Also ich muss eine Bombe machen und der rote Link muss sie dann aber rüberpusten. Weil die Wurfweite erhöht sich jetzt nicht mit dem Bombengewand, nur die Bomben werden halt größer. So, das heißt, ja, schau dich einfach hier so hin. Also Bombe, werfen und pusten. Ah, das war nichts. Gleich nochmal. Ich sag dir gleich nochmal. Na endlich! So, und jetzt die ganze Scheiße nochmal. Ich könnte kotzen mit dieser blöden Ausdaueranzeige. Das ist so dumm. Warum hat nicht jeder links seine eigene Anzeige? Nein, die teilen sie sich. Ist das bescheuert? So, jetzt mach das gefälligst noch einmal, du Idiot. Nein, doch nicht dahin, dahin. So, und pusten. So, Moment mal, ich will... Einen von denen will ich aber jetzt rüberpusten. So, am besten soll mich der Blaue rüberpusten. Also, jetzt hat es sofort geklappt. Mann, war das schon wieder eine Scheiße hier, so 20 Rubine. Das ist so blöd, wenn man die Bombe nicht richtig wirft, wenn der Abstand nicht stimmt, dann kann das ja nicht funktionieren. Das ist so ein Mist. So, weiter jetzt hier, das Spiel ist sowieso blöd. So, Abschnitt 2. Alter, wir haben jetzt schon so wenig Energie, das ist doch zum Kotzen. Ich will Herzen, verdammt. Herzen. Ich will Herzen haben. So, Mann. Alter, wirfst du den Depp mal weg? So, stell du dich hier hin. So, ich glaube, es müssen nämlich eh beide drüben sein. Weil...
Warte mal. Nee, 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 warte. Halt. So, du stellst dich jetzt hier hin. Und pusten. Ganz richtig. So, jetzt braucht aber erstmal er hier Bomben. Ich sagte Bomben, verdammt nochmal. Ah, ist doch jedes Mal dasselbe. Der Depp wirft doch nicht richtig. So. Aber es hat scheinbar jeder seinen eigenen Weg, so ein bisschen zumindest. So, ich kann dir doch einfach... Ja gut, ich kann jetzt auch die Rubine runterpusten, aber es geht mir darum, diese Drecksviecher runterzupusten. Pfeif doch auf die paar Rubine, ich habe eh genug Geld. Okay, gut, hier ist das Treppengeländer leider dazwischen, aber jetzt gab es hier mal ein Herz. Jetzt hat wenigstens dieses dämliche Piepsen aufgehört. Ich hasse das, das hasse ich in jedem Zelda, echt. Ich weiß selber, dass ich wenig Energie habe, das braucht mir das Spiel jetzt nicht noch extra sagen. Ja toll, das Herz kriege ich jetzt aber nicht mehr. Seven, der grüne Link geht ganz schnell hin und hat es noch erwischt. So. Okay, warte mal, das machen wir jetzt so. Bombe werfen, weiterwerfen und... Yes. Sehr gut. So, die zwei sind ja mehr oder weniger jetzt eh schon wieder zusammen. Müssen aber hier jetzt leider warten. Okay. Ich sage, im Einzelspiel ist alles so umständlich. Anfangs war das ja nicht mal geplant, dass Triforce Heroes Set eigentlich ein reines Multiplayer-Game werden soll. So, und was soll ich jetzt hier bitte machen? Na, diesen hier. Gut, jetzt bewegt sich das da so vorne zurück. Aber ich selber muss mal immer noch warten. Bis ich hier drüben noch was machen kann. Warum bounce man von denen so weg? Drecksviecher, verdammte. Schaut euch das an, das sind doch Missgeburten. Nein, stirb! Boah, dieses Spiel macht aggressiv, das ist furchtbar. Ich bin froh, wenn ich es durch habe, verdammt nochmal. Das macht keinen Spaß, wenn die sich alles immer so blöde anstellen. Diese dämlichen Puppen. So, komm jetzt gefälligst mit. Pfeif auf die paar Rubine, das ist mir jetzt echt egal. Ich will doch nur diesen dämlichen Königsring haben. Ich will dieses verdammte Gewand. Alles andere ist mir im Moment echt egal. So. Und schon wieder keine Herzen am Ende. Toll. Ich hasse es. So, gibt es jetzt hier endlich mal... Ja, Herzen. Na also, darf ja nicht wahr sein. Und... Okay, da drüben ist das Ziel. Hm, sieht aus wie eine Gondel. Naja, gut. Da müssen wir dann sicher Wind machen. In die entgegengesetzte Richtung. Und pusten. Und pusten. Und pusten. Nochmal pusten. So. Na toll, das Ding bewegt sich jetzt. So, wie kriege ich eigentlich die ganze Rubine da oben? Da muss ich ja irgendwie... Da muss ich quasi pusten und jemanden hochwerfen, irgendwie so rüberwerfen, dass er trotzdem dann auch drauf landet. Umständlich. Also lasse ich es lieber. Ich habe keinen Bock, dass wir abstürzen. Verdammt. Okay, Moment, da müssen wir, glaube ich, mindestens zu zweit sein von der Höhe. Nee, ich glaube, wir müssen sogar zu dritt sein. So. Dann wird's klappen. Jawohl! Und kaboom! Ja, wie sag ich doch immer so schön, ich lasse mich sicher nicht von einem Videospiel verarschen. So, warte mal. Ich will jetzt aber nochmal wegen dem Geld
Seht ihr hier? Das heißt, ich kann die Typen jetzt nehmen und sie so... Ups. Und ups. Genau. Geht doch. So, den Rest ist jetzt auch egal. Ich will nur noch mal ins Ziel und... Ah, Rückenqualle. Oder besser gesagt auch Herzqualle. Ein Abschnitt kommt ja noch. Und ja, Qualle verreckt mal wieder. Auch schon egal. So, jetzt haben wir wenigstens volle Energie. Jetzt ist es ja fair. Und auf geht's. Letzter Abschnitt. Sprengstofflager 4. Was erwartet mich wohl hier? Oh je, schon wieder solche Typen. Bombenwerfende Missgeburten. Ah, das ist auch ein bisschen blöd. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich selber gar nicht so viel machen. Ich muss die rüber pusten, die Bomben. Genau. Ich muss sie rüber pusten. Geht natürlich, wenn man zu dritt ist, auch viel einfacher, weil einer wirft sie quasi in Position, der andere pustet sie dann rüber. Meine Güte, sind die hässlich und nervig. Nein! Husten! Bam! So, warum halten die auch so viel aus? Na, können die mal dahin werfen, wo ich gerade stehe? Dankeschön. Gut, die werfen also eh genau dahin, wo ich stehe. So, der eine ist schon mal down. Und frisst das! So, hierher werfen und zurück an den Absender. Oh nein, jetzt noch einer und oh mein Gott. Ich glaube, die kann ich nicht zurückwerfen, das ist eine Riesenbombe. Die ist sicher zu schwer. So, ja, Gefahr, Gefahr, ich weiß. Ich glaube, jetzt muss ich... Ja, ja, jetzt brauche ich doch den anderen. So, und... Ja, hat noch Schaden gemacht. Na, das wird jetzt nochmal richtig scheiße. Ich brauche Herzen, verdammt. So. Diese scheißverdammten Missgeburten. Diese Käfer kommen, glaube ich, immer... Ja, die kommen unendlich nach. Toll. Also, eigentlich nicht toll. So. Warte mal, da drüben gibt es auch noch Herzen, oder? Ups. Ja, die kleinen Dinge, die sollen mich ja nur ablenken. Mann, verpiss dich. Das ist natürlich jetzt richtig ätzend, wenn man das schon wieder alleine machen muss. Aber ich habe wieder volle Energie. So. So, und rüberpusten. Yeah, so muss das sein. Muss mal aufpassen. Ja, er versucht mich zu verarschen, aber nicht mit mir, Freundchen. Mann, diese Scheißviecher, verpisst euch doch mal. Oh, sind die ätzend. Die sterben. So, wo ist er? Da ist er. Und pusten. Die Bombe, du Idiot! Nicht diese kleinen Scheißviecher! Ey, Mann, verpisst euch! Sind die nervig!
Diese Mistviecher! So, komm jetzt gefälligst raus! Wo bist du? Da! So, komm jetzt! Nein! So, komm, pusten, pusten! Und stirb, stirb, stirb! Alter, das war ja schon wieder so ein mega ultra schwerer Kampf. Also im Einzelspiel ist das Spiel echt unfair. Da sind die Bosskämpfe so viel härter. Ich habe schon wieder mit nur einem Herz geschafft. Aber hey, besser so als gar nichts. Und ich hoffe, dass der Königsring jetzt wirklich da ist, wo ich ihn vermute, nämlich in der rechten Schatztruhe. Wehe, wenn nicht, dann werde ich echt sauer. Bitte lass es richtig sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, Königsring erhalten, ich hatte recht. Awesome. Boah, der Kampf war einfach nur mies. Aber dafür habe ich mir das neue Kostüm umso mehr verdient. Jetzt habe ich nämlich endlich alles, was ich brauche. So, seht mal, der Typ hätte jetzt zum Beispiel auch hier Meisterstoff. Ne? Sowas wie den Meisterstoff scheinst du noch nicht zu haben. Die Dinge sind ja auch ziemlich selten. Aber bei mir gibt es die im absoluten Sonnengurt für 1000 Rubine. Pfeif ich drauf, du bist doch völlig bescheuert. Und vor allem kann ich so Meisterstoff sogar noch am Ende des 4. Levels als seltenen Schatz bekommen. Also warum sollte ich mir das Ding dann kaufen? Es schadet ums ganze Geld. Also, ab zu Madame Klotür. Ein neues Kostüm steht an. Hallöchen, Popöchen. Na, möchtest du noch ein Stück bei mir in Auftrag geben? Was trägst du das Bombengewand? Soll ich schneidern? Ja, schneidern sollst du mir das geile Ding hier. Das sieht doch so cool aus. Das Rittergewand. Wenn du das Rittergewand trägst, wird dein Schwert stärker. Zusätzlich kannst du Strahl verschießen. Ja, bei voller Gesunde kann ich Energiestrahl verschießen. Kostet 1000 Rubine und benötigt einen Hardflorm, einen Silberfaden und eben einen Königsring. Also, machst du. Ja, ist das so recht? Na klar. Bitte hab ein wenig Geduld. Gut, Kleid will Weile haben. Ich hab mich mal wieder selbst übertroffen. Mein absolutes Meisterwerk. Was stehst du da noch so rum? Los, ab in die Armprobe. Du galantes Ritterchen, führst du mich auf deinen stattlichen Ross? Nee, ich glaube eher nicht, aber es würde ich haben, wie geil wir jetzt aussehen. Richtig cooler Ritter, so richtig stylisch mit Cape und so. Gefällt mir, ist richtig geil. Ja, und auch von der Farbe so ein hübsches Blau, also ist sowieso meine Lieblingsfarbe. Und ja, ist das geil hier, Energiestrahlen. Natürlich nur, wenn ich volle Energie habe, so volle Herzzahl, dann geht das. Ja, also das wird mir jetzt sicher zukünftig eine große Hilfe sein. Ich glaube, das werde ich relativ lange jetzt so tragen für alle zukünftigen Missionen. Weil wir damit einfach doppelten Schaden bei allen Gegnern machen. Dann sterben auch die Bosse schneller, weil die gehen mir sowieso auf die Nerven. Also natürlich nur Bosse, die ich auch direkt mit dem Schwert angreifen kann. Also zum Beispiel der Bomben-Golem da vorhin. Was heißen die überhaupt? Nee, Golems? Was ist die, was das für Trottel sind? Die sind ziemlich hässlich. Eigentlich Zyklopen sind das doch eigentlich. Oder hatten die nur eine Orgel? Ich glaube schon, na, Bombenzyklopen, was auch immer. So, wie wär's mal wieder mit Speichern? Ja, willst du speichern? Na klar. Wie der Typ dann eben auch immer hochgucken muss zur Starte, wenn ich speichere. Was geht's dich an? Ob ich speichere oder nicht, ist doch wohl meine Sache. Ja, ich finde, das sieht so geil aus. Was zum... Da war jetzt gerade... Da war gerade die Prinzessin, okay, die hat uns gerade zugesehen. Das ist das erste Mal, dass die hier draußen war, die war bisher noch nie hier. So, ich habe immer noch über 1700 Rubine, also das falls es nochmal ein Kostüm geben sollte, was sogar 1500 kostet, könnte ich mir das preislich auch leisten. Aber natürlich noch nicht von den Materialien. Also dann Leute, leider schon wieder nur einen Level geschafft, weil der schon wieder so schön umständlich war.
Aber im nächsten Part haben wir auf jeden Fall doppelte Power mit Schwertstrahl. Das ist einfach nur geil. Aber auch dieses Kostüm kann natürlich nur der eine Link tragen, die Doppelgänger nicht. Aber was soll's, das muss reichen. Also bis zum nächsten Mal wieder bei Triforce Heroes, Leute. Tschüss und ciao.